Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes The Awakened. Ja, ich musste gerade erstmal umdenken, weil ich habe in der letzten Dreiviertelstunde versucht, The Last of Us nochmal aufzunehmen, aber dank des neuesten Updates funktioniert jetzt quasi fast gar nichts mehr. Ich bin etwas irritiert. Ach nee, da steht er. Unser treuer Kumpel. Und er hatte uns irgendwas gesagt, dass wir in die Richtung gehen sollten. Dann würde ich fast sagen, ich drücke schon wieder auf der falschen Seite zum Laufen, dass wir da hingehen. Ich weiß nur gerade gar nicht mehr, was wir jetzt eigentlich da sollten. Da sollte ich vielleicht mal eben gucken. Captain Stenwick wohnt in einem großen Herrenhaus ganz in der Nähe. Lesen kann ich heute nicht mehr, weil ich bin innerlich durch die Aufnahme von The Last of Us irgendwie komplett neben mir heute. Es befindet sich in derselben Straße wie Mr. Barnes Buchhandlung. Ah, okay. Das ist ein Herrenhaus und der heißt Stenwick. Okay, in derselben Gasse. Hier hört aber die Gasse dann schon mal auf. Er hat aber gesagt, dass das irgendwo hier in die Richtung sein soll. Das wäre jetzt aber die Baker Street. Ja, wo müssen wir denn hin? Kannst du uns das sagen? Just down the street from Barnes' bookshop. Ja. Toll. Soweit war ich auch schon. Oder soll das eventuell hier dieses Haus... Nee, das ist aber kein Haus. Das ist nur... Gesundheit. Da sehe ich auch nichts, wo man interagieren kann. Farm Fresh. Ich denke mal nicht, dass das dazu gehört. Ach so, oder ist das das hier? Oh, sehr schön. Kommen wir hier runter? Ne, okay, da unten ist geschlossen. Schade. Hätte ja klappen können. Hallo Kitzelein. Kann man mit dir? Man kann dich nie streicheln. Es gibt ein Spiel, wo man keine Katzen streicheln kann. Sauerei. Ne, okay, das war dann wohl nicht das Haus, was ich gehofft hatte. Ja, die Folge fängt schon wirklich gut an, weil ich überhaupt gar nicht weiß, mit ihm kann ich nicht sprechen. Weil ich überhaupt gar nicht weiß, wo dieses blöde Haus jetzt sein soll. Und hier sieht, ganz ehrlich, keins der Häuser sieht jetzt aus. Oh, Katzen, Hunde, Pferde. Das sieht ja mal cool aus. Hier hat einer auch nochmal was gemalt. Schön, schön. Muss man lassen. Wir erkunden jetzt einfach mal so ein bisschen die Gegend. Ich meine, dann sind wir zwar... Oh, was haben wir hier? Ermittlungsort gefunden. Was? Looks like a factory to me. Eine Fabrik, okay. Hatte das jetzt was mit unserer Aufgabe zu tun? Oder hat das was mit unserer Schatzsuche zu tun? Das kann natürlich auch sein. Du hast doch gerade... Nein, nein, jetzt. Wonder what could get the gears inside moving. Okay, unscheinbarer Hinterhof. Ja, aber die anderen... Ich wollte gerade sagen, die anderen Sachen konnte ich doch auch noch machen. Zwei Stück. Ach, ich drücke mal die falsche Taste. A small minecart. Endearing, if disturbing. Mhm, entzückend und verstörend, genau. Da fällt mir übrigens was ein, was ich komplett vergessen habe. Das muss ich gleich mal kurz machen. Looks like putting something in the slot may get the gears inside to move. Ja, ich muss mal ganz kurz was einstellen. Kleinen Moment. So, ich hoffe, dass er jetzt ein bisschen lauter spricht. Mal schauen. A model of a homely room and fireplace. Ja, jetzt kann man ihn vielleicht ein bisschen besser verstehen. Weil in die ersten zwei Folgen habe ich ja hintereinander weg aufgenommen und da war er so leise irgendwie. Ich habe ihn jetzt mal auf 100% gestellt, weil das ist voreingestellt auf, ich weiß nicht, 70% oder sowas. Hier ist doch noch irgendwas. Das ist grau, das ist klar. Ich höre hier doch die ganze Zeit noch irgendwas anderes zwischen. Wo bin ich jetzt hier? Hm? Hm. Mich denn veräppeln? Nach oben können wir nicht. Oh, wir können da rüber, aber das bringt uns ja nichts, ne? Nein, was habe ich jetzt gemacht? Nein, da wollte ich doch gar nicht drauf drücken.
Vielleicht mit der Konzentration irgendwas? Aber das ist das Gleiche. A model of a homely room and fireplace. Hm. Mich veräppeln? Ist doch nichts mehr. Ich habe doch jetzt mittlerweile so ziemlich jeden Zentimeter hier von diesem Bild quasi angeklickt. Das ist klar, das hatten wir ja schon. Ich sag mal, wenn man das mit der Konzentration nicht sieht, womit soll man das denn sonst sehen? Das ist hier der Außenbereich. Ich gehe mal komplett in den Außenbereich rum. Hä? Ihr wollt mich doch veräppeln. Hat auch nichts mit dem Herzschlag zu tun. Da habe ich jetzt gerade mal drauf geachtet. Aber... Hä? Kann das sein, dass das jetzt irgendwas... Achso, das ist nur, damit ich reinkomme. Ich wollte gerade sagen, der nimmt jetzt den... Ah, jetzt nimmt er den raus. Der hat jetzt hier unscheinbarer Hinterhof. Dem würde ich gerne anheften. Ich bin da nämlich irgendwie jetzt drauf gekommen. So. Aber damit kann es jetzt auch nichts zu tun haben, nehme ich jetzt mal an, oder? Dass ich deswegen jetzt hier... Hä, jetzt geht er auf einmal nach oben? So hoch ist er doch eben nicht gegangen, oder? Ich bin verwirrt. Ich bin echt verwirrt jetzt gerade. Ja, auf jeden Fall. Kann ich hier hinklicken, wo ich möchte. Zeigt mir nichts an. Und Hinweise, ich würde ja sagen, ich mache ein Püppchen da rein oder so, aber... Also bei aller Liebe. Kann man das... Oh, geh mir doch mal aus dem Weg, Mensch. Kann man das von hinten nochmal angucken oder so? Ich habe keine Ahnung. Scheint nicht. Stenwick is just down the street from Barnes's bookshop. Ja, ja, ja. Nerv mich nicht mit diesem blöden... Ich will jetzt wissen, was das hier ist. So, die anderen habe ich ja alle, aber ich verstehe nicht, warum ich hier nichts finde. Ach, Moment. Och. Nein. Oh, Leute. Echt jetzt. Chimney bears a peculiar form, like it's meant to have something put inside. Ja, zum Beispiel das Püppchen. Jetzt komme ich nicht mehr raus, doch. Er wollte nur nicht. Kann ich denn das Püppchen da verwenden? Kann ich nicht. Hm. Moment, dann probieren wir mal. Warum verhält er sich so? Ich kann jetzt hier aber nicht. Nö. Ich kann jetzt nicht in Bezug darauf eventuell irgendwas machen. Hm. Eine der Miniaturen stellt eine Fabrik dar. Eine stellt ein gemütliches Zimmer mit Kamin dar. Eine der Miniaturen stellt einen Bergwerkstollen mit einem Förderwagen dar. Das ist ganz toll, aber eigentlich will ich ja zum Herrenhaus. Ich mache mal hiermit weiter, auf jeden Fall. Das ist aber trotzdem blöd. Es wurmt mich jetzt ein bisschen, dass ich da nicht weiterkomme. Willkommen zur Schnitzeljagd. Schon wieder. Hallihallo, ihr Straßentauben. Eine neue Schatzsuche wartet mit dem Hinweis, den ihr gerade in den Händen haltet, könnt ihr eine Puppe finden. Na toll.
Die haben wir ja schon gefunden. Wird es euch gelingen, sie aufzuspüren? Ja, uns ist das gelungen. Padlocks have names etched onto them. Okay. Tom, Charles. Anne, Tom und Charles. Na gut. Bringt uns aber so auch nicht weiter. Okay. Hat jetzt auch nichts... ach nee, das hatte ich ja jetzt schon gemacht. Ja, keine Ahnung. Ich bin jetzt hier gerade ein bisschen am Festhängen, ehrlich gesagt. Mal im Schauen. Could you help me? I wish I could be of help, but I can't. Sorry. Naja, keiner kann mir helfen. Alle tun sie so, als würden sie mir nicht helfen. Da hinten komme ich jetzt wieder komplett woanders raus. Da darf ich gar nicht rein, so wie es aussieht. Na gut. Obwohl. Das ist aber eine Fabrik, oder? Das ist nicht dieses Manor oder so. Is this familiar to you? As much as I'd like to help you, I know nothing about this. Okay. Kommen wir denn da aus? Keine Ahnung. Der kann mir auch nicht helfen. Watson, wir gehen nochmal zurück. Wir sind so clever, dass wir alles herausfinden. Wir finden nur nicht heraus, wo dieses blöde Haus ist. Eigentlich hätte ich jetzt gesagt, das ist jetzt so der... Das ist der Barbarshop. Also, hier ist... Ach so, Moment. Hier ist aber auch die Buchhandlung drauf. Oh, jetzt sag mir nicht, ich hätte hier entlang laufen müssen. Nee, oder? Du bist da nicht mit gemeint, oder? Gucken. Can I ask you a question? No, I don't know anything about that. Hm. Jupp. Achso, nee. Ich wollte gerade sagen, wieso ist er jetzt auf einmal wieder gelb? Not much further now. Es ist nicht mehr weit. Ach, dann ist es hier gewesen. Oh. Is this lousy attitude of yours because of my altercation with Inspector Lockhart? Did he put you up to this? Sir, the inspector has nothing to do with it. I'm telling you the same thing I tell anyone seeking a missing person. Good day, gentlemen. Forgive the intrusion. Captain Stenwick, this is my colleague Sherlock Holmes, the consulting detective I told you about. At last, a professional. This useless officer refuses to do anything about Kimmy here, my missing servant. What was your name again? I shall be certain to inform your superiors. Sergeant Ruffles. And it's my superiors who made this decision, sir. So. Have there been other disappearances lately? Of course, here and there. But when life is tough and opportunity comes knocking, you can't blame those who answer. Why has the police department decided not to help? We investigate murders, thefts, fraud, arson, real crimes. A servant walking away from his master is not our highest priority. That said, if we find Kimahia breaking the law, we'll be sure to notify Captain Stenwick. Now, I must be off. Best of luck in your search. You heard that, didn't you? The way that man spoke to me. I shall need your written testimony. Then we can lodge a complaint. Captain, perhaps Mr. Holmes' time is better spent learning about your servant, so that he may begin his investigation. Ah, yes. Quite right. Fire away. Tell me about Kimahia. He's foreign. A Maori. All the way from New Zealand. Biggest man you've ever seen. And as strong as two. Dark hair and fearsome tattoos. He doesn't speak a whit of English. Never bothered to learn. But I made do with pointing. I invested a lot of money in him, so he must be found. Er hat viel Geld in ihn investiert, okay? When did you last see your servant? Kimmy here normally brings me the morning papers, but yesterday I had to get them myself. He must have escaped the night before yesterday. May I see your servant's bedroom? His shack is in the garden. You can't miss it. Did you search the room? Of course, but only to check he wasn't lying dead inside. Everything seemed normal at a glance. Hallo? I take it this is the first time Kimahira has vanished? Undoubtedly. The man seemed terrified of the city. I think it was all the noise. He never left this estate. Should he cause any damage, I will bear the responsibility, for it was I who rescued him from savagery and brought him here to England in the first place.
Is there any reason Kimmerhier may have left? I should think not. He had all he could have wanted. Gainful employment, new clothes, and all the cabbage he could eat. Did Kimmerhier make off with anything of value? Heavens, no. I would have mentioned it to Sergeant Ruffles. Still, he must have fled with some money on his person? No, no. I kept his wages in my safe. For security. All right, Captain. I think I have enough to get started. We shall first take a look around the mansion. Go ahead. I'll be here, mentally drafting my complaint. Okay, ja, wunderbar. Was lange währt, wird endlich gut. Ich würde sagen... Nee, falsche Taste. Ich würde sagen, wir fangen erstmal draußen an, dass wir mal schauen, ob wir hier irgendwas angucken können. Na, da ist nur er. Unten können wir vielleicht auch gleich nochmal gucken, aber... Hier ist auch nichts. Das sieht so ein bisschen aus wie bei uns auf dem Anwesen. Wir hatten ja auch so ein Ding dahingestellt. Im letzten... Ach, das ist der Schatten. Ich dachte gerade, da oben kriecht irgendwas rum oder so. Im letzten Let's Play von Sherlock Holmes. Das sah so ein bisschen ähnlich aus, fand ich, wie hier. War da gerade was? Nee, ne? Was haben wir denn hier? Eine halbfertige Statue. Kann ich das von hier aus anklicken? Nein, natürlich nicht. Schmeiß die einfach um, Sherlock. Kein Problem. Was ist das denn hier? Knieabdruck. Hat sich jemand versteckt? Hm. Looks like a knee print. Okay. Chewing tobacco. Kautabak. Ja, das haben wir schon. A shoe print, roughly size 11, with a worn-out sole. These are a workman's boots. Someone knelt here. The amount of chewing tobacco suggests they were waiting a while. Amazing, Mr. Holmes, to read the ground like an open book. Na? Mit genügend Hinweisen kann Sherlock vergangene... Ja. Durch das Drücken von R1 werden wirbelnde Symbole angezeigt. Das sind die. Ja, jetzt verstehe ich auch, was das war. Interagiere. Die Frage ist nur... Ach so, okay. Vor oder zurück müssen wir machen. Jetzt weiß ich es wieder. Da ist aber irgendwie gar nichts jetzt gerade, oder? Doch, dass er hier kniet, ja. Frage ist, wo ist das nächste Symbol? Aber dazu muss ich, glaube ich, noch neue Hinweise erstmal gefunden haben, ne? Ja, ich glaube, dazu musste man erstmal neue Hinweise finden, damit man die anderen Sachen auch rekonstruieren kann. Da mit der Tür ist irgendwas. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Okay. Ja. Das bringt mich jetzt gerade in der Sache nicht wirklich weiter. Da hinten ist auch noch was. Rotieren. Kann man irgendwas... Ah, ja. The rag reeks of smoke. Someone plugged the chimney. Mhm. Damit nichts rauskam. Okay, haben wir hier draußen noch was? Nee, ne? Gehen wir erstmal rein. So, schauen wir mal. These were sturdy boxes. It would have required a serious blow to break them. Ja, mal das Offensichtliche nochmal sagt, genau wie ich. kommen wir da irgendwie ums Eck, dass wir da nochmal was anklicken können? Ah, da. A scrap of Hessian. Okay. Und hier war noch was, ne? Impressive. The sack of grain retained the shape of an impact. Someone hit their head here. Stimmt, das ist ein Gesicht. Ach, guck mal einer an. Wo
weit geht das denn hier? Noch da oben kann ich nicht, ne? Kann mich auch nicht so richtig bewegen hier. Da komme ich auch nicht hoch. Ja. Okay, aber da komme ich jetzt irgendwie nicht mehr hin. Kann man da noch was machen? Nee, ne? Das ist wieder... Ich liebe sowas, wenn das so weitläufig ist und man nie weiß, wo man jetzt genau... Ist da irgendwas mitzusehen? Auch nicht, ne? Das Problem ist, ich kann da nicht wirklich hoch. Tools, ja, es ist ja alles schön und gut, aber... An der Seite kann ich hier noch mal ein bisschen was gucken, aber... Ich hasse das, wenn man dann... nichts hat, wo man dann direkt hin kann und wenn man sich dann auch noch so blöd nur bewegen kann. Ah, jetzt. A small navy spyglass. Marinefernrohr, okay. Jetzt muss ich diesmal selber rausgehen, na gut. Da ist doch bestimmt auch noch was da am Fenster. Oh, da sind sogar noch mehr Sachen. Is this a Tanifa, a Maori water spirit? Or something else? Either way, it's giving me chills. Vielleicht ist es auch einfach nur ein chinesischer Drache. Ja, klar kommt da keine Luft durch. Haha. Das unten können wir aber noch einzeln. Ah, jetzt. Ah, jetzt, ja. Buttonchops. The remains of a meal. Hammelfleisch. Also kein Menschenfleisch. Das ist schon mal gut. A heavy chemical odor. Lend me your nose, Doctor. Ah, I'll never forget that smell after my time in Afghanistan. That's an opioid, Mr. Holmes, a narcotic. Okay. Nein? War was? War was? The ashes are long since cold. Okay, da haben wir auch noch ganz viele Hinweise. Oh mein Gott, was ist denn heute los? Warum auf einmal so viel? Das ist ganz toll, aber... A Maori nose flute. Ngurus, they're called. Ja, ist aber auf jeden Fall jetzt... Clothes made of Hessian. Is Stenwick really so miserly? Kleidung aus Sackleinen, das ist schon... Ja... Wir haben jetzt auch nichts mehr. So, drei Hinweise haben wir. Frage ist, kommt da noch mehr? Ich meine, klar kommt da noch mehr, ne? Aber... Ist das noch da drin, wenn ich das... Ja, das ist noch da drin. Dann könnten wir erstmal gucken, was mit den anderen hier waren. Das war wahrscheinlich... Moment. Parallel verlaufende Spuren von Rädern. Durch die Tür oder von da rein. Könnte natürlich theoretischerweise auch sein. Okay. Ach, jetzt ist das von innen, ne? War ja klar. Richtig laufen kann ich hier drin auch nicht. Das ist dann quasi, dass er ausgerutscht wäre. Hallo? Ich kann nur eins machen? Warum kann ich nur eins machen? Okay, dann müssen wir das erstmal so lassen. Der hat da gegessen. Was anderes kann ich auch nicht auswählen. Okay. Na gut. Och, Mensch. Watson, geh mir doch einfach mal aus dem Weg.
Aber wo? Wo finden wir hier noch neue Spuren? Ich weiß nicht, ob wir drinnen eventuell noch welche finden. Im Haus? Ob das dann dazugehört? Durch die Tür können wir ja nicht raus. Ich vermute mal, dass wir die wohl nur finden, wenn wir hier diese Konzentration anhaben. Aber ich denke mal, das beschränkt sich alles hier hinten. Was war das? Ich denke mal, das beschränkt sich alles hier hinten auf den Bereich. Okay, vorne trotzdem nochmal eben. Steht der Typ. Nee, okay. Och, Mensch, Watson. Ganz ehrlich. Tja. Ich versuche erstmal ins Haus reinzugehen, würde ich sagen. Weil, ich meine, die Dinger sind ja so offensichtlich. Ich komme gar nicht ins Haus rein. Na toll. Das bringt mir also auch nicht viel. Ja, was ist denn jetzt hier mit dem... This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Ich könnte natürlich theoretischerweise mit dem Typen mal reden. Mit dem Bild oder so kann ich auch nichts anfangen, ne? Ach nee. Ich werde mich da nochmal des Öfteren mit vertun, befürchte ich. So, Spuren verlaufen parallel. Interessante Hinweise. Welches Gefährt könnte sie hinterlassen haben? So, das können wir erstmal... Das ist, liegen Kleidungsstücke. Obwohl, das ist was zum Sprechen, ne? Theoretisch. Also, ich versuche erstmal mit dem Kerl vorne zu sprechen. Warum ist immer dieses Jum drin? So, Beweise präsentieren, genau. Nein, ich will doch Beweise haben. Ach so, ach, es ist so blöd. On earth are you going with this? I thought you were meant to be intelligent. I came across a pile of Hessian clothes in the shack. Are they Kimahir's? Yes, I had to give him something to clothe himself. He seemed unfazed by his bare skin, but I found it distracting. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Are you joking? Why would I know this? Is this spyglass familiar? I don't recognize it. Could it be Kimahir's, perhaps? I doubt it. I never saw him with it, nor could I suggest how he might have come by it. Okay. Are you joking? Why would I know this? Has Kimahir ever indulged in tobacco? No. The man doesn't even drink. Are you certain? I found chewing tobacco in the garden. I controlled Kimahir's expenses since he struggled with the currency. I would have known if he used tobacco. Na, das denkt er, aber... The door to your garden has an interesting lock. Yes, I have uncommon locks on every door of my mansion. It makes them harder to pick. Kimahir and I both had a set of keys. I'll need to borrow them. No, you'll need to do what I tell you to do. Examine the garden. Und dafür muss ich wahrscheinlich den Schlüssel ausleihen. Do you happen to know Kimahir's shoe size? I wouldn't have the foggiest, but I'm sure it was enormous. Not that it matters. He spent his life barefoot. Despite my best efforts, he simply did not take to shoes. Okay, 4 Hinweise aktualisiert. Mehr kann ich nicht fragen. Nee, anscheinend nicht. Okay, dann würde ich sagen, ja, jetzt ist endlich mal was Neues. Wohin führt die Spur? Fernrohr, das muss ja irgendwie was mit ihm zu tun haben. Überreste von Kautabak definitiv auch. Das kann ich nicht mehr machen. Oh je. Fußspuren. Dann Schloss mit außergewöhnlichem Schlüsselloch.
Hinweis am Garten. Nee, da kann ich jetzt nichts. Spur können wir auch nicht machen. Schuppen können wir auch nicht machen. Na gut. Hallo? Was habe ich jetzt gemacht? Nein. Schloss, Schloss, Schloss. Wohin führt die Spur? Das Schloss, also das Schloss brauchen wir auf jeden Fall mit wohin führt die Spur. Dokumente und Aussagen. Da kann man nichts machen. Gegenstände, Kleidung aus Lachsein, Sacklein. Tja. Stoff im Ofenrohr. Wir können hier sonst nichts mehr machen, ne? Ich verstehe auch immer noch nicht so richtig, was ist denn, wenn wir hier auf Hilfe gehen? Wenn sie Gedanken spielen. Achso, Konzentration, das sind jetzt die anderen Sachen hier, okay. Das ist jetzt wirklich nur Gedankenspiele. Ja, also grundsätzlich weiß ich ja, worum es da geht. Nur der macht halt nicht das, was ich gerne hätte. Das ist halt das Problem. Das ist immer noch rot. Das Problem ist, wie kriege ich das dazu, dass es nicht rot ist? Wir haben jetzt da zwei blaue und ein gelbes. Heißt das, das Gelbe ist jetzt falsch? Oder... ich weiß jetzt nicht. Da zieht er wieder was anderes raus. Jetzt kann er das wieder nicht machen. Oh, ich hasse das. Ganz ehrlich. Das können wir wieder reinmachen. Ja, ich habe absolut keine Ahnung, wie wir das hier richtig machen können. Jetzt haben wir hier zwei Sachen. Angucken. Frische Spuren. Das können wir theoretisch anheften. Wir heften das jetzt erstmal an. So. Das sind alles andere Sachen da hinten. So, können wir hier vielleicht irgendwie... ah ja, so kriege ich das weg. Das nervt nämlich ehrlich gesagt ein bisschen. Was, was, was? Warum hat das gerade hier so gezischt? Ich hätte doch gerade... auf dem Boden ist aber nichts, oder? Wenn ich so rumlaufe, dann kommt hier was Grünes. Oder komme ich dann einfach nur in den Bereich rein? Das kann natürlich auch sein. Aber da haben wir nur das mit dem Kautabak. Noch nicht mal das mit den Spuren können wir hier. Frisch parallele Spuren. Das ist ja ganz toll. Jetzt habe ich das angepinnt. Das bringt uns aber trotzdem nichts. Au. oh ne, da drin, das ist klar. Das hatten wir schon gemacht. Ah. Hier wächst kein Gras. Parallel verlaufen. Verlaufen Spuren oft benutzt. Okay. Holzscheitel dorthin geworfen. Someone moved a cart to this spot and then took it elsewhere. Can't see it anywhere in the garden. Okay. Da kann ich also was machen. Ja, gute Frage.
Die Frage ist jetzt, wer ist jetzt der Typ, der da drauf liegt? Das ist wahrscheinlich der, der entführt werden sollte, ne? Also der entführt wurde. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Unter dem Regenschutz steht normalerweise ein Karren. Ja, ja, das ist okay. Das lassen wir jetzt erstmal so. Und dann haben wir theoretisch... das heften wir auch nochmal an. Schloss mit außergewöhnlichem Schloss. Schlüsselloch. Da müssen wir doch auch noch irgendwas finden können. Da steht ja Ansehen, aber... This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Hm. 9. Ja, das sieht aus wie eine 9, das ist richtig. Tja. Ich brauche halt theoretisch. Den Schlüssel. Das Problem ist halt, ich kann ihn anpinnen und ich kann mir das angucken, aber der Typ redet nicht mit mir. Stenwick makes his servant live in a tool shed. You think you know someone? Hm, ja, ist okay. Ich versuche noch mal eben mit dem zu reden, keine Ahnung, aber dürfte er jetzt auch nichts Neues triggern hier, weil er hat ja schon mit ihm drüber gesprochen. If you find my man, I have a marvelous whiskey with your name on it. Ja. Kann ich hier eigentlich rein? Der steht da so ein bisschen blöd im Weg, ne? Er ist auch abgeschlossen, okay. Ja, ich wollte das eigentlich noch gemacht haben, bevor die Folge zu Ende ist, aber irgendwie... Och Mensch, Watson, jetzt stell dich doch nicht permanent in den Weg rein, Mann. Das geht mir auf die Nerven. Aber irgendwie finde ich jetzt hier so gar nichts, was jetzt mit dem Schlüssel zu tun hat. Das haben wir ja auch alles. Ich war schon am Überlegen, ob der vielleicht irgendwo im Brunnen ist oder... drinnen ist, wo er gewohnt hat, dass sie da... Achso, Moment. Aber das hilft uns auch nicht weiter, ne? Wenn wir das Ding jetzt hier... Ist auch kein Schlüssel drin oder so, ne? The rag reeks of smoke. Someone plugged the chimney. Ja. Ist gut, mach's einfach weg. Problem ist halt, ich brauche diesen blöden Schlüssel. Oder? Jetzt hat er hier wieder was Neues? Nee. Der zeigt nur das an, was dahinter ist. Schade. Ich dachte gerade schon. Da hat er wahrscheinlich dann gerade gegessen, als er... Ah, jetzt kann ich das doch ändern. Okay. Ah, das sind die, die man auswählt. Ich habe gerade schon gedacht, da oben ist aber auch nichts drauf, ne? Ich habe gerade schon gedacht, warum wird das jetzt auf einmal gelb? Aber das ist tatsächlich nur, weil es ausgewählt war. Die Sachen können wir uns jetzt auch nicht mehr angucken. Das heißt, die sind auf jeden Fall abgeschlossen. Tja. Nee, das tut mir wirklich, wirklich leid. Aber den letzten Hinweis finde ich irgendwie gerade so gar nicht. Und ich muss auch zugeben, dass mein Magen im Moment wahnsinnig am Knochen ist, weil wir noch nichts gegessen haben und gleich schon wieder die nächste Aufnahme beginnt. Und ich hier gerade so ein bisschen am Rad drehe, weil ich ja halt einfach nicht weiterkomme. Guck mir jetzt hier nochmal kurz die Dings an. Ach so, Moment. Können wir hier eigentlich...
in den anderen Typen reinmachen. Ja, ja, genau. Der hat wahrscheinlich abgewartet, bis der da hinten drin war, ne? Gehe ich mal stark davon aus. Sehe ich nämlich jetzt erst. Ja, dann hat er ihn weggezogen, also niedergeschlagen, weggezogen. Aber wie wir das jetzt, oder was wir jetzt hiermit machen, ich habe keine Ahnung. Schloss mit außergewöhnlichem Schlüsselloch, das ist alles schön und gut, aber es bringt uns natürlich alles nichts. Ich mache mal eben hier die ganzen Dinger weg, weil sonst denke ich immer, das ist alles neu mit den Ausrufezeichen. Was war das hier? Achso, das war das mit dem, ja, ja, okay. Tja. Haben nur er und Kimi hier einen Schlüssel für dieses einzigartige Schloss. Theoretischerweise könnte es natürlich auch ganz anders gelaufen sein. Aber ja, da er halt vermisst wird, nehme ich mal an, dass er niedergeschlagen worden ist. Tja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Wie gesagt, ich hätte es schon gerne alles in einer Folge gemacht, aber ich komme hier leider absolut nicht weiter. Ich bin schon in jede Ecke, keine Ahnung, wie viel mal gelaufen. Watson steht hier auch immer so ziemlich dumm im Weg rum, als ob da noch irgendwas wäre oder so vielleicht, aber ich finde hier überhaupt nichts mehr. Und ich möchte ehrlich gesagt gerne etwas essen. Es tut mir wirklich leid. Ich will ja nicht aufgeben. Deswegen gucke ich hier nochmal so ein bisschen in der Gegend rum. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz rein. Gucke mir da nochmal alle Ecken an auf dem Boden und so weiter. Ach so, die Dinge. Ah nein, oder? Mmh. Ist das euer Ernst? Ist das euer F-Punkt Ernst. Kann man den nehmen? Kann man den nicht nehmen? Moment. Oder kann ich jetzt mit ihm sprechen? Moment. Wo ist denn das grüne Ding jetzt hiervon? Das ist der Typ. Ah ne, da muss ich wahrscheinlich rausgehen, oder? Ja, ja, hier. Ach, mein Gott. Also, jemand anderes hat aufgeschlossen. Nee, nee, das ist das Letzte. Also, das ist auf jeden Fall das also nehme ich an, dass jemand anderes aufgeschlossen hat. Das Problem ist nur, hat er danach den Schlüssel jetzt wieder dahin getan oder was? Ich lasse es mal so, mal schauen. Es sind zwei falsch. Das erste und das dritte sind falsch. Welches ist was? Ich finde es übrigens so sehr viel geiler, weil man dann nämlich die Sachen korrigieren kann. Ja, aber dann hat er sich versteckt. Okay, jetzt wird es dann doch ein bisschen undurchsichtig. Er hat sich versteckt. Bist du? Du bist nicht die Nummer 3. Du auch nicht. Du bist die Nummer 3. Okay. Jetzt ist gar nichts mehr drin. Das ist ja geil. Hallo? Ich habe aber nur das mit dem Essen hier. Warum ist das denn falsch, wenn ich kein anderes habe? Hallo? Hm. Jetzt sagt ihr wieder 1 und 3 sind falsch. Hä? Jetzt verstehe ich gerade gar nichts mehr, wenn ich jetzt ehrlich bin. Wenn das doch falsch ist, also eben falsch war. Ich meine, ich finde es auch unlogisch, dass der Typ jetzt hier sitzen soll. Guck mal, damit 2. Ah, Moment, das ist die dritte Variante. Ah, okay. Aber wieso habe ich da drin jetzt nur 2 Varianten?
Moment, da muss ich jetzt mal eben... Ja, da habe ich aber nur zwei Varianten. Und die Variante ist anscheinend falsch. Aber ich kann ja keine andere machen. Er war gar nicht im Essen. Ist das die Variante? Oder... Machen wir mal so. Surveilling from afar, the intruder waited for a window of opportunity. When Kimihir went to sleep, the man crept up to the shack and slipped narcotics down the chimney pipe, then blocked it with a cloth. Kimihir inhaled the sedative and fell into a deep sleep. The intruder tried to move him, but the man was heavier than expected. The intruder fell on the sack and dropped his spyglass. In order to transport the servant, he had to use the cart. The final challenge was opening the garden door. Luckily for our intruder, Kimihir had the key in his shack. Remarkable. It makes total sense. Boah, war das jetzt eine schwere Geburt. Mein Gott, dann reden wir jetzt nochmal eben schnell mit dem Typen hier vorne. Und dann hoffe ich, dass ich das Ganze in Anführungszeichen vorerst abschließen kann. Müssen wir da jetzt noch irgendwas umstellen? Das ist jetzt die Frage. Seine Entführung, genau, dann machen wir das so. You'd best have found something by now, gentlemen. I found the residue of narcotics in Kimihir's brazier. There are several explanations, perhaps your servant's recreational interest, or an attempt at poisoning. Cut to the chase, Mr. Holmes. I fear that someone may have spied upon Kimihir, likely the owner of the spyglass I found earlier. It appears they were watching for some time, as there was an impressive amount of chewing tobacco on the ground. And your point? You said that you checked the shack earlier. Did you notice the cart tracks near it? Now, one ought to expect a servant to make regular use of such a thing. Indeed, I would have overlooked the detail were it not for the cart's absence. If, as you say, Kimihir never leaves your estate, then where did it go? I expect answers from you, Mr. Holmes, not questions. I won't keep you in suspense any longer, Captain. Kimihir was abducted by the owner of the spyglass. When your servant fell asleep, he slipped a narcotic into Kimihir's brazier to make him sleep even more soundly. In order to carry a man as large as Kimihir, the intruder stole the cart and rolled him right out of your garden. Now, hold on. All this simply to tell me what I already know. Why haven't you found him yet? I only arrived a moment ago. It is, frankly, incredible that I have already deduced so much. Every second you dawdle here, waiting for me to stroke your ego, is another second wasted. I'm not interested in the how, the why, or the who. I am only interested in recovering my investment. Spare me the claptrap, boy, and go and fetch my servant. Der Ton macht die Musik. Genau, kümmern Sie sich selbst darum. Na gut, das würde er niemals sagen. Truly, there is no better evidence of a man's nature than the way he treats those who help him. And you, sir, are a brute. The cruelty of your ignorance about the Maori people, your selfish attitude to a man's kidnapping. The point is, Captain, we're telling you this for a reason. The intruder fled through the garden door, and we need a key to follow his trail. Well, then you should have led with that. Here you go. I hope you'll return soon with good news. And in the meantime, please teach your companion the art of brevity. Boah, endlich hat der Alte den Schlüssel rausgerückt. Ich bin hier fast wahnsinnig geworden, ganz ehrlich. Ja, und ich schätze, diejenigen, die das schon gesehen haben in der vorherigen Let's Play von Sherlock Holmes, wissen, dass es bei mir auch schon mal ein bisschen länger dauern kann, um auf irgendwelche Lösungen zu kommen. Aber wir kommen am Ende immer durch und das ist ja im Endeffekt das, was zählt. Ich würde jetzt erstmal sagen, jetzt wo wir endlich den Schlüssel haben und weitermachen können, mache ich hier erstmal einen kleinen Cut. Es tut mir wirklich leid, dass die Folge hier so lang geworden ist, aber ich wollte die jetzt auch nicht wieder in zwei Folgen auseinanderziehen, weil ich denke, das ist dann auch ein bisschen blöd. Ich habe es in der ersten Folge gemacht, weil ich zuerst gedacht habe, dass ich den zweiten Teil dann einen Tag später aufnehme, konnte ihn dann aber doch noch am gleichen Tag aufnehmen, was sehr gut war.
was allerdings leider erst zu spät war, also sprich, nachdem ich die Folge schon am Hochladen war, beziehungsweise hochgeladen hatte. Und ja, jetzt habe ich mich einfach so festgebissen, dass ich das tatsächlich auch abschließen wollte, trotz meines großen Hungers. Deswegen würde ich sagen, ich mache jetzt hier erstmal einen kleinen Cut, werde erstmal was essen, 10 Minuten später dann das nächste schon wieder aufnehmen mit den anderen zusammen. Und ja, ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.